Bowsers Raumstation. Papa, rate mal. Wir haben am Vulkan noch mehr Ministerne verloren. Jetzt reicht's mir, sei verflucht, Yoshi. Ich habe langsam wirklich genug von dir. Sie sind unterwegs ins All, um die letzten Ministerne zu retten. Du meinst mein Geheimversteck? Bowsers Raumstation? Da muss ich meine Schergen wohl ins Weltall schicken. Moment, Bowsers Raumstation? Genau, Papa. Junge, was? Das heißt, sie kommen hierher! Da muss ich mich jetzt eben persönlich um Yoshi kümmern. Ich helfe dir, Papa. Ja, Leute, es gibt tatsächlich keine Schergen mehr im Weltall, denn die letzten beiden Gegner sind also Bowser Jr. und Bowser selbst. Auf alle Fälle willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Mario Party 9. Also, letztes Brettchen dann, Yoshi, Shy Guy und Kamek sind endlich im Bowsers Versteck im Weltall angekommen. Hua! Achso, nee. Gua! Sorry, ich hab bei der Stimme vertan. Ihr habt es zwar hierher geschafft, aber die Ministerne gehören mir. So sieht's aus. Mit der Macht der Ministerne werde ich für alle Zeiten herrschen. Nichts und niemand kann mich aufhalten. Genau, genau. Aber ich könnte ein bisschen lockeres Training gebrauchen, also kommt doch zu mir und versucht mich aufzuhalten. Als ob ihr mein Papa mich und mich je besiegen könntet. Wenn ihr Bowser besiegt, können die Sterne in den Himmel zurückkehren. Das wird ein harter Kampf. Viel Glück. Der Spieler mit den meisten Ministern wird zum Superstar gekürt. Ja, eigentlich wie immer. Das einzige Problem, was wir haben, Bowsers Raumstation ist, ich muss es so sagen, das mit Abstand größte Glücksbrett überhaupt. Also, wirklich. Es sind so viele Glücksereignisse auf dem Brett. Die Spielführereignisse sind Glück und sogar die Bosskämpfe gegen die beiden sind zum größten Teil auch glückbasierend. Das heißt, das ist das reine Glücksspiel hier, wirklich. Und dann kommt auch noch dazu, dass wir Shy Guy und Kamek wieder mit dabei haben. Sprich, wir dürfen uns keinen Ausrutscher erlauben, wir müssen wieder gewinnen. Ja, und hier wird es nochmal erwähnt, Shy Guy und Kamek spielen für Bowser. Soll ich etwas zu dieser Welt erzählen? Ja, bitte. Ich meine, wenn man das Wort Glück in den Mund nimmt, dann ist eigentlich eh schon alles gesagt. Die Suche nach Ministern führt dich in die Weiten des Weltalls auf Bowsers Raumstation. In der Mitte der Station befindet sich die Jackpot-Maschine. Wenn ein Spieler auf einem Jackpot-Plus-Feld landet, werden dem Jackpot Ministerne hinzugefügt. Wenn im Jackpot 20 oder mehr Ministerne sind, beginnt ein Minispiel um die Ministerne. Der jeweilige Spielführer kann sich die Ministerne auch holen, indem er auf ein Jackpot-Feld landet. Ja, und ich glaube, im Normalfall wird es echt passieren, dass irgendwer oft von denen da drauf landet, hundertprozentig. Ihr solltet euch wohl zuerst Bowser Junior vornehmen. Ja, und das ist eigentlich, ich meine, erklärt wie nur die Hälfte, das ist eh klar, aber Spielführereignisse ist sowieso ein eigenes Kapitel. Oh, und wir dürfen anfangen. Das macht es nicht unbedingt besser, aber egal. Vor allem, wie schon gesagt, die Zugreihenfolge hat hier tatsächlich am wenigsten zu sagen. Na gut. Das Abenteuer beginnt mit dir, Spielführer Yoshi. Schnapp dir die Ministerne. Da vorne sind gleich 5 Stück. Boah, es wäre schon geil, wenn wir die holen könnten. Mindestens eine 4. Gut, das haben wir schon mal erfüllt. Ich hätte stark damit gerechnet, dass ich das jetzt nicht erreiche. Und wir kommen gleich direkt auf dem Versus-Feld. Das ist, glaube ich, ganz gut. Weil somit kann ich mal die Com-Gegnerstärke ein bisschen austesten. Also wie stark die eigentlich sind. Im Normalfall müssten die jetzt wirklich komplett am Rad drehen. Ich hoffe es persönlich nicht, aber... Wettlauf ins Weltall, Hickhack, Wetternten. Hickhack nicht, das ist beim letzten Mal schon relativ knapp gewesen. Wetternten. Das andere hatten wir zwar noch nicht, aber ganz ehrlich, das ist mir jetzt egal. Das Minispiel kennen wir schon und da haben wir... Wann war denn das? Ich glaube, das war auf der allerersten Map. Na, natürlich hat sich Kamek zu der Zeit ordentlich verbessert. Komm, komm, schneller, schneller, schneller! Nee, ich habe einen Hänger! Okay, sie scheinen gar nicht so stark zu sein. 18,23. Oder vielleicht war ich einfach overpowered, das kann auch sein. Es gibt ja Spiele, die können manche Leute besser und manche nicht so gut. Vielleicht ist das eher eines dieser Spiele, wo ich halt stärker bin, allgemein.
Na gut, aber wir haben schon mal einen kleinen Vorsprung. Einen ganz kleinen. War erst der erste Würfelzug, logischerweise. Nee, aber das mit den Jackpots, das nervt halt wirklich mega. Weil das kann einfach das komplette Spielgeschehen so auf den Kopf stellen. Und er kriegt einen 1 bis 10 Würfel, ja klar. Und es gibt noch ein Minispiel, oder? Nee. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die da ordentlich viele Ministerien in den Arsch gesteckt bekommen. Und da vorne sehe ich schon das gleich direkt in den Spielführereignis. Ja, ich glaube, hier sind tatsächlich die meisten von allen. Und der kommt nicht drauf. Ja, nice, das heißt, da darf ich, oder? Ja. Okay, das gefällt mir. Ich weiß nicht, ich glaube, 3 oder 4 Spielführereignisse müsste es hier auf der Map geben. Gut. Eigentlich ist es egal, was ich würfel. Ja gut, okay. Musste natürlich sein, noch mal eine 1. Schauen wir mal. Du hast das Herzsterndeck erreicht. Soll ich die Regeln für das Spielführereignis erklären? Ja, bitte. Jeder Spieler würfelt einmal mit dem Herzwürfel. Danach ist der Spielführer an der Reihe und würfelt 3-mal. Wenn ein Spieler und der Spielführer Herzen derselben Farbe haben, erhält jeder von ihnen 2 Ministerne je Übereinstimmung. Der Spielführer erhält mehrfach Ministerne, wenn mehrere Spieler dieselbe Farbe wie er gewürfelt haben. Okay. Ein Robocooper will mitmischen. Hey, warum? Ach so. Wahrscheinlich ist das Spielführereignis ursprünglich für LOL, alle grün. Hey, das ist aber scheiße. Warte mal, nur Übereinstimmungen. Das heißt, ich kann nur verlieren. Oder wie sieht das jetzt genau aus? Okay, bis jetzt 2-mal Volltreffer. Oder warte mal, stand da, dass ich für jede Übereinstimmung wäre? Das heißt, ich hätte jetzt schon 12, glaube ich, wenn es immer 2 sind. Nochmal grün, geil! Warte, das muss ich jetzt kurz gucken. Na. Schauen wir mal. 6 Ministerne, 6, 6. Tatsächlich 18! Ich krieg für jede Übereinstimmung eine. Das heißt, das war das Maximum, was man kriegen kann, oder? Müsste eigentlich sein. Okay, bis jetzt spielt das Glück auf meiner Seite. Das heißt, wir sollten es natürlich nicht strapazieren. Da vorne ist ein 10er Ministern-Ding. Ja gut, okay, der Scheige kann es eh brauchen. Und der kriegt schon wieder einen Würfel. Besser als der Kamek. Weil der Kamek hat ja ein paar mehr. Der wäre mir wieder richtig nah an den Fersen gewesen. Gut, er bekommt einen 4, 5, 6 Würfel. Und ich glaube, jetzt wird es ein Minispiel werden. Ja. War auch nicht anders zu erwarten. Ja, ursprünglich, und das überrascht mich ja eigentlich auch, dass wir jetzt schon wieder zu dritt sind. Eigentlich sollte man bei den Magma-Minen ja auch nicht zu dritt sein, glaube ich. Also, es ist mir neu. Ich war bei den Magma-Minen immer zu viert unterwegs. Jedes Mal. Oder zu zweit. Ne, Blödsinn, zu zweit geht gar nicht. Zu viert waren wir, glaube ich, immer. Keine Ahnung, warum es jetzt genau wieder dieselbe Kombination ist wie beim Brett davor. Wo es übrigens auch schon relativ knapp zugegangen ist, und ich hoffe, dass das hier nicht der Fall ist. Aber der Vorteil, ich glaube, es gibt kein Hindernis, was dir die Hälfte der Ministerne raubt. Okay. Der Scheiger ist, nee, ich glaube, der Kamek ist der, was gerade relativ gut dabei ist. Mich hat es kein einziges Mal bis jetzt getroffen. LOL! Der Kamek hat es echt kein einziges Mal getroffen? Alter, ist der overpowered. Ich glaube, dann war es echt so, dass bei einem Minispiel davor ich einfach allgemein besser bin. Alter, wenn es den da kein einziges Mal trifft, das ist schon krass. Oh ne, da vorne ist ein Checkpoint-Feld. Nee, bitte nicht. Okay, er nimmt 1, 2, 3 Würfel. Und würfelt eine 3. Und das heißt Bowser Junior Minispiel. Ich sehe auch, da vorne ist, glaube ich, das Bossfeld. Das heißt, wir kriegen jetzt gleich 2-mal Bowser Junior. Was, jetzt schon? Nee, oder? Ist das wirklich schon das Bossfeld? Na, Spieler für Kamek, bist du sicher, dass... Hä? Was war denn das eine jetzt? Das hätte ich gern gespielt. Okay, das sieht aber auch cool aus. Springe zusammen mit deinen Mitspielern von Plattform zu Plattform, um euer Vehikel zu bewegen und vor Bowser Junior das Ziel zu erreichen. Okay, also einfach nur eine Teaming-Geschichte, eine vernünftige mit Springen. Hey, das ist aber cool. Ich glaube, das macht relativ viel Spaß. Wartet. Ja. Okay, dann machen wir das so. Ich springe immer so. Nein! Ich habe verkackt. Aber der ist alleine, das ist eigentlich ein Nachteil für ihn.
Warte, so machen wir weiter, so machen wir weiter. Viel besser. Okay, wir haben's. Und jetzt? Ja, goodbye. Es war aber schon relativ knapp, glaube ich auch. Also ich glaube, einen weiteren Hänger hätte ich mir nicht erlauben dürfen. Vor allem, ich bin einmal runtergefallen, ich Idiot. Weil ich den Sprung nicht geschafft habe. Na gut. Das heißt, er und ich bekommen natürlich wieder 5 Ministerne drauf. Und somit kann ich meinen... Nee, Vorsprung kann ich nicht ausbauen. Der bleibt gleich. Es sind noch immer 14 Ministerne. So, und wenn ich mir das jetzt recht überlege, ich glaube eigentlich, ich kann bei ganz egal welcher Würfelzahl eigentlich nur gewinnen. Ja, da vorne ist das Bossfeld auf alle Fälle. Eine 1 wäre natürlich jetzt ein Traum. Okay, gut, dann nicht. Dann geht's halt doch zum Bosskampf. Haha, du hast es tatsächlich bis hierhin geschafft, Spielführer Yoshi. Ich war gnädig mit euch, aber jetzt hört ihr gefälligst auf, unsere Ministerne zu klauen. Es wird Zeit, dass ich euch Manieren beibringe. Es ist gut, dass ich Spielführer bin, weil das heißt, ich kriege einen Bonus. Und der ist hier wichtig. Und ich glaube, das ist jetzt allgemein das allererste Mal, dass ich Spielführer bei einem Bosskampf bin. Leider gerade ausgerechnet bei dem. Bowser Jr. ist Würfelwut. Würfle um die Leiste oben füllt sich entsprechend zum Würfelergebnis. Wenn du bestimmte Punkte auf der Leiste erreichst, fügst du Bowser Jr. Schaden zu. Ja, das ist nämlich die Geschichte. Es ist einfach ein reines Würfelspiel. Also wirklich rein Glück. Und wenn man weiß oder mich verfolgt, dann weiß man, glaube ich, auch... Also mich generell auf YouTube bei den Videos verfolgt, dann weiß man, glaube ich, wie es mit meinem Glück so steht. Nämlich nicht gut. Aber vielleicht funkt's ja jetzt in diesem einen Moment. Start. Spielführer Yoshi, du fängst an. Ja, hätte ich jetzt auch nicht anders erwartet. Und wir würfeln eine 4. Und das hat offensichtlich nichts bewirkt. Ja gut, ach, da oben ist die Leiste, ja. War das jetzt so, dass man... Der würfelt eine 3? Ach, ich verstehe schon, die Sternfelder sind wahrscheinlich die, wo wir hin müssen. Das heißt, ich müsste jetzt eine 1 oder eine 4 würfeln. Ich glaube, das ist gut, oder? Wartet. Ja, das scheint gut zu sein. Ah, okay. 12, und das sind jetzt 12 Punkte. Also wenn es so weitergeht, hätte ich nichts dagegen. Eine 4. Okay, die ziehen nicht hinterher. Ich habe trotzdem so ein Gefühl, da passiert noch irgendwas. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wieder eine 4. LOL, und das heißt, ich kriege wieder was. Also wenn ich gleich das Spiel, wenn ich das gleich komplett so ausbaue, diese Führung, die ich habe aktuell, dann warum nicht? Oh ne, aber jetzt wieder, ja, jetzt wieder Salty. 21-0-0. Das Spiel plant doch irgendwas. Oh je. Eine 1. Was machen diese Köpfe? Das ist die gute Frage. Okay, mir kann es egal sein. Jetzt erstmal holt sich der Kamek ein paar Punkte. Das Problem ist, der ist allgemein zweiter Grad. Also es wäre besser, wenn der Shy Guy den holt. Das Gute ist, jetzt kann ich nicht getroffen werden. Okay, gut, ich kriege jetzt nochmal ein paar Punkte. Ich hoffe nicht, dass dieses Bowser-Ding alle Punkte klaut. Das wäre nicht praktisch. Weil dann bin ich wieder ganz schnell letzter. Wieder eine 1. Okay, ich will es nicht riskieren. Das heißt, bitte keine 5 würfeln jetzt. Eine 2. Damit bin ich mal sicher fürs Erste. Trotzdem, ich kann mich nicht auf das Würfelglück der anderen verlassen. Das ist das Problem. Eine 1 schon wieder. Mann, der Scheiger, der würfelt doch nur Einsen gerade hier in dem Ding. Offensichtlich will der keine Punkte haben. So, und der Kamek geht mit einer 1 hinterher und holt sich die nächsten Points. Das ist gut. Das heißt, auch mir bleibt der Bowser Jr. im nächsten Zug erspart. Ich glaube, am besten wäre es jetzt selbst ein 6 würfeln. Verdammt. Wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Aber immer eine 3. Ja, und das heißt, ein Treffer müsste es doch sein.
Das heißt, der Scheigel hat eigentlich schon verloren. Würfelt aber dennoch kurz noch eine 4. Ich hätte mir jetzt eine 1 wieder zugetraut. Komm, Kamek. Mach was Gutes. Eine 5 und das heißt, er kriegt tatsächlich den letzten und auch den Siegtreffer damit. Und es sind zum Glück nur 3 Punkte. Das bedeutet, es ist trotzdem knapp gewesen eigentlich, muss man sagen. Also der Scheige ist komplett RIP, aber bitte, der hat sich's verdient. Na gut. Erzähl mir auch endlich mal, was passiert, wenn der Spielführer Erster ist, was es da für einen Bonus gibt. Weil ich weiß es bis jetzt noch nie. Ich hoffe schon einen schönen Bonus. Gleich 5 obendrauf. Okay, das heißt mehr als das Doppelte, was der Kamek bekommt. Puh, zum Glück ist das vorbei. Was? Das war ja erbärmlich. Jetzt mache ich wirklich ernst. Ihr wollt einen Kampf, den könnt ihr haben. Hinter diesem Tor wartet euch euer Ende. Okay, einfach einmal im Kreis wieder fahren. Warte mal, wenn das war doch eine Sternform. Das heißt, wir sind eigentlich noch immer relativ weit weg eigentlich von dem Ende. Ja gut, okay, dann können wir die Folge weitermachen. Alles gut, die ist eh noch nicht so lang. So, mal schauen. Er nimmt einen 4, 5, 6 Würfel. Ja, ich glaube, der will sich jetzt erstmal ein paar Ministerne wiederholen. Kriegt die tatsächlich auch. Und kommt, wenn ich das richtig sehe, auf dem Kampffeld. Ja. Also er will wirklich den Abstand ordentlich verringern. Ja gut, okay, soll er probieren. Bis jetzt haben wir eigentlich... Oh, neues Spiel. Gravity-Geballer. Schießt die Farbe auf die Leinwand. Sieger ist, wer am Ende die meiste Farbe auf der Leinwand hat. Okay, das ist mit der Bewegungssteuerung. Zeige mit der Wii-Fernbedienung auf die Stelle, in die du einfärben möchtest. Drücke A, um mit Farbe zu schießen. Halte A gedrückt, um mehr Farbe für den Schuss zu sammeln. Ja gut. Hier ist mein Zielfernrohr. Gut, sollte man hinbekommen. Ich würde sagen, ich mache das mit der gedrückten Taktik. Ja. Sorry, wenn ihr jetzt ein bisschen doppeltes Lauting habt, aber die Wii-Fernbedienung, ich halte die gerade relativ... Ich kann sie nicht weit weghalten. Ich glaube, das habe ich verloren. 33. Scheiße. Okay, aber der hat auch verloren. Okay. Ah, nur Zweiter geworden. Das heißt, ich kriege meinen Einsatz wieder zurück. Ja, wie schon gesagt, ich glaube, der Plan vom Scheige geht auf alle Fälle auf. Von mir aus. Wie gesagt, ich kriege meinen Einsatz zurück, somit passt alles. Das heißt, die beiden ziehen wieder gleich. So im Partnerlook. Und da vorne sehe ich schon, ist das nächste Spielführerereignis. Da könnten wir drauf kommen. Ja, da könnten wir sogar mit großer Wahrscheinlichkeit drauf kommen. Weil der genau davor landet und der kommt auf dem Bowserfeld. Ist das jetzt gut oder schlecht? Hallo Bowser. So, was wird es? Kampf auf die Hälfte der Ministerne wäre Worst Case. Alle Spezialwürfel weg. Bin ich froh, dass ich keine hatte. Das heißt, ich gehe schon mal eigentlich aus der ganzen Geschichte. Weder als Verlierer noch Gewinner raus. Okay, es ist ein einziger Würfel. Okay, aber ein 1 bis 10 Würfel, das ist schon schade. Na gut, aber wir kriegen auf alle Fälle wieder das nächste Spielführereignis. Was auch immer das ist. Oh, und da vorne sind richtig viele Z-Stars. Das ist gut, dass ich jetzt dran bin. Und wieder eine 1. Ich hoffe wirklich, dass es kein Flotstar oder sowas gibt bei einem Bonusstern später. Bei dem würde ich auf alle Fälle nicht bekommen. So, soll ich die Regeln für das Spielführerergebnis Bingo-Deck erklären? Und ja, es ist jetzt schon wieder Bingo, das ist super. Nächstes Glücksspiel. Auf dem Bingo-Deck geht es darum, als erstes eine oder mehrere Reihen auf einem 3x3-Feld großen Spielfeld zu vervollständigen. Die Spieler würfeln mit einem 1 bis 10 Würfel. Die gewürfelten Zahlen werden auf dem Spielbrett markiert. Wer als erster eine Reihe schafft, erhält alle Ministerne dieser Reihe.
Der Spielführer bestimmt, in welcher Reihenfolge die Spieler würfeln. Mit etwas Geschick kann er dies nutzen, um selbst der Erste zu sein, der eine Reihe vervollständigt. Ich glaube, das ist das Beste beim Ersten, wenn ich... Ich lasse mal den Kamek als Erster. Ich glaube, der ist der Gefährlichere. Der würfelt eine 9. Das ist gut, das ist eine Ecke. Dann lasse ich den Shy Guy, der kann jetzt 7, 8, 3 oder 6 würfeln, oder eine 5 geht auch. Nee, eine 2 ist nicht so prickelnd. Okay, jetzt komme ich noch. Ich würfel auch eine 2. Na gut, jetzt wieder alles von vorne. Ja, dann lasse ich auf jeden Fall wieder den Kamek. Der würfelt wieder eine 9, das gibt's doch nicht. Aber umso besser. Und da steht ich jetzt eine 2 zu würfeln, wirklich, eine 6. So, das heißt, es ist schon Matchpoint. Eine 3 wäre wichtig. Bitte, eine 3, komm, Glück, bitte, nein! Warte mal, das ist aber richtig gefährlich, 3 und 5. Da muss ich jetzt, alles oder nichts. Ja! Ich sag nie wieder was, dass ich kein Glück hab. Warte, wenn das 3... Ja! 15! 15! Ich hab euch gefischt. Das Wort darf ich nicht sagen. Das Wort darf ich leider nicht sagen.